Sehr geehrte Damen und Herren am Livestream, liebe Kolleginnen und Kollegen der Tagung, ich begrüße Sie alle herzlich zur öffentlichen Abendveranstaltung der Tagung der Reichspräsident Friedrich Ebert Gedenkstätte. Mein Name ist Anja Kruke, ich leite das Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich Ebert Stiftung in Bonn, bin Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats und habe das Vergnügen, die heutige Abendveranstaltung moderieren zu dürfen. Aus Anlass des 150. Geburtstag Friedrich Eberts konzentriert sich die diesjährige Konferenz, die heute und morgen stattfindet, auf die Frage nach Sozialisation und sozialistischer Politik, die 1870er in international vergleichender Perspektive. In der Tagung betrachten wir die Entwicklung der Akteure und weniger Akteurinnen verschiedener nationaler Arbeiterbewegungen mit der Frage, wie sich die Bewegungen entwickelten und wie sie personell geprägt wurden oder auch umgekehrt, wie also die Bewegungen die Personen prägten und inwiefern das einen generationellen Zusammenhang ergibt. In diesem Sinne widmet sich der heutige Abendvortrag der komplexen Frage, ob und wie die Generation der 1870er sich eigentlich tatsächlich als Generation beschreiben lässt und was sie ausmacht. Als Vortragenden begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Stefan Berger bei uns. Er hat seit 2011 den Lehrstuhl für Sozialgeschichte und soziale Bewegungen an der Ruhr-Universität Bochum inne und ist zugleich auch der Leiter des Instituts für soziale Bewegungen. Und als nur eine einzige seiner vielen institutionellen Aktivitäten darf ich darauf hinweisen, dass er zu den Initiatoren der German Labour History Association gehört, die sich 2017 gegründet hat. Stefan Berger hat vielfältige Forschungsinteressen zur europäischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, zur vergleichenden Arbeitsgeschichte, zur Historiographiegeschichte, der Geschichte der Nationen und des Nationalismus, der Industriekultur und der Erinnerungskulturen der Arbeiterbewegung. Damit ist, glaube ich, das Feld ganz grob umrissen. Heute Abend kehren wir gewissermaßen zu einem der ersten Interessen Stefan Bergers zurück, zur Geschichte der Arbeiterbewegung im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, die er intensiv mit Blick auf die deutsche und britische Sozialdemokratie schon untersucht hat. Sein Vortragstitel gibt es die 1870er, skeptische Bemerkungen zum Zusammenhang von Generation und politischer Sozialisation im europäischen Sozialismus des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, lässt uns erahnen, dass es heute Abend nicht um das Konstrukt einer Generation gehen wird. Daher sind wir jetzt umso gespannter darauf zu erfahren, wie sich politische Alterskohorten in den Arbeiterbewegungen Europas denn beschreiben und analytisch fassen lassen. So, Stefan, du hast das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Anja, für die sehr nette Einführung. Natürlich auch ganz herzlichen Dank an die Organisatoren der Konferenz, besonders an Dirk Schumann, für die Einladung zu diesem öffentlichen Abendvortrag, ich muss es gestehen, erst nach einigem Zögern und dann vor allem aus Neugier gefolgt bin. Denn ich bin mit Sicherheit kein Experte zum Thema Generationengeschichte. Und in meinen eigenen Forschungen habe ich mich mit diesem Konzept nur am Rande beschäftigt. Unter anderem aber auch bei einer bereits erwähnten Konferenz der Reichspräsident Friedrich Ebert Stiftung im Jahre 2003, die sich mit dem Thema Generation in der deutschen Arbeiterbewegung beschäftigte. Von daher komme ich zu dieser Tagung und zu diesem Thema vor allem über eine Reihe von Fragen. Und so will der Vortrag heute Abend auch eigentlich mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben. Und ich möchte dabei in vier Schritten vorgehen. Zunächst einmal will ich kurz etwas zum Konzept der Generation sagen. Und in einem zweiten Schritt dann fragen, ob und inwiefern die Versuche, das Generationenkonzept für die deutsche Arbeiterbewegung fruchtbar zu machen, europäisch erweitert werden kann. Und der dritte Teil des Vortrags beschäftigt sich dann spezifischer damit, inwiefern man von einer europäischen 1870er Generation sprechen kann. Und ganz zum Schluss möchte ich dann auch noch unter Bezug auf einige neuere Ansätze aus der historischen Zeitforschung,
besonders Achim Landwehrs sehr beeindruckende Arbeiten in diesem Bereich danach fragen, inwiefern die bei Landwehr postulierten Pluritemporalitäten Auswirkungen haben auf unser Generationsverständnis und die Konstruiertheit desselben, entweder durch die Akteure, die sich einer Generation zurechnen, oder die Wissenschaftler, die mit dem Konzept der Generation arbeiten. Das Konzept von politischen Generationen, das wird vielen hier bekannt sein, ist spätestens seit dem bahnbrechenden Text zum Problem der Generationen von Karl Mannheim von 1928 unter Wissenschaftlern beliebt. Mannheim unterschied bekanntlich zwischen, die Begriffe sind heute schon gefallen, Generationszusammenhang, Generationslagerung und Generationseinheiten. Wenn ich ihn richtig verstehe, dann meint Mannheim, dass die Generationslagerung das bezeichnet, dem jeder Mensch zwangsläufig qua Geburt unterworfen ist. Ob er will oder nicht, er gehört einer gewissen Zeitschicht an, einer gewissen Alterskohorte, aus der er gar nicht biologisch, gar nicht heraustreten kann. Der Generationszusammenhang bei Mannheim meint dann, dass im historisch-sozialen Raum kulturell vermittelte Zusammenhänge möglich werden, denen sich der Einzelne bewusst sein kann oder nicht. Und die Generationseinheiten entstehen bei Mannheim dann aus den Generationszusammenhängen, nämlich dann, wenn sich Angehörige einer Generation aufgrund von Bewusstseinsprozessen von Generationszusammenhängen zu gemeinsamem Handeln entschließen. Für eine solche Generationseinheit ist dann oftmals auch ein eigener Stil, ein eigener Habitus, eine eigene Sprache kennzeichnend. Für den Generationszusammenhang entscheidend waren in historischer Perspektive oftmals Großereignisse, Kriege, Nationsbildungen, Staatenzerfall, Revolutionen. Besonders in der Bildungs- und Erziehungssoziologie, aber auch in der Wissenssoziologie, machte das Konzept der Generationen in der Nachfolge von Mannheim Karriere, wurde aber auch immer wieder in verschiedenen anderen Disziplinen zu unterschiedlichen Zeiten mehr oder weniger beliebt verwandt. In der deutschen Geschichtswissenschaft ist Generation als analytische Kategorie besonders im Zusammenhang mit den beiden Weltkriegen, dem Nationalsozialismus und verschiedenen Jugendbewegungen prominent diskutiert worden. Andreas Schulz und Gundula Grebner haben in einem von ihnen herausgegebenen Sonderband der historischen Zeitschrift versucht, dieses Generationenkonzept im Hinblick auf historische Wandlungsprozesse fruchtbar zu machen. Gerade der Verweis auf prägende Ereignisse, Kriege, Revolutionen, relativiert allerdings wieder die Geburtsjahrgänge. Denn der Ausbruch des Ersten Weltkrieges zum Beispiel hatte ja ohne Frage einen prägenden Einfluss auf unterschiedliche Geburtsjahrgänge. Die Generationenforschung hat darauf wiederum reagiert, indem sie sich wegbewegt hat von einer Überkonzentration auf junge Jahrgänge, sodass inzwischen auch ganz unterschiedliche Alterskohorten als Generationen bezeichnet werden können. Während die frühen historischen Forschungen zu Generationen den Generationenbegriff ganz überwiegend auf eine Sozialisationsphase in Jugend und jungem Erwachsenenalter bezogen hat, ist man inzwischen oft unter Bezugnahme auf die Kategorie der Erfahrung zu dem Schluss gekommen, dass es sich dabei mitnichten um eine sinnvolle Verengung des Generationenbegriffs handelt. Insgesamt ist dem analytischen Konzept der Generation immer wieder konzeptionelle Unschärfe vorgeworfen worden. Wie repräsentativ waren die unter einer Generation zusammengefassten denn tatsächlich für bestimmte Altersjahrgänge? Homogenisiert man letztere nicht über generationelle Konzepte unzulässig? Führt dies nicht wiederum zu groben Generalisierungen überhaupt? Betont das Konzept der Generation nicht den Bruch oft zu sehr und vernachlässigt die Übergänge? Läuft man damit nicht Gefahr, Grenzziehungen überzubetonen und das gegebenenfalls Vorhandensein von Zwischengenerationen zu übersehen? Der oftmals in Verbindung mit Generationen verwandte Begriff der Mentalität hat die Unschärfe des Generationenbegriffs durch seine eigene Unschärfe eher noch vergrößert. Man darf sich also vor dem Hintergrund dieser Unschärfe des Begriffs durchaus die Frage stellen, ob Generation, ähnlich wie Identität,
Eines jener von Uwe Pörksen so bezeichneten Plastikwörter ist, die eher einen ideologischen Gehalt haben und analytisch kaum zu verwenden sind, weil sie eben nicht scharf zu fassen sind. Die Forschung hat auf diese den Begriff inhärente Unschärfe reagiert, indem sie oftmals unter Generationen nicht viel mehr versteht als eine Alterskohorte, und das haben wir ja auch heute Nachmittag bei der Tagung schon gesehen. Die Generationenforschung hat auf diese Kritikpunkte mit einer Verfeinerung ihrer Analyseinstrumente allerdings auch konstruktiv reagiert. Um nur ein Beispiel zu geben, die zunehmende Beschäftigung mit Transgenerationalität beziehungsweise mit generationellen Beziehungsmustern zwischen aufeinander folgenden Generationen versucht genau in den Blick zu bekommen, welche Auswirkungen das Weitergeben von spezifischen Problemen über eine Generation hinweg haben kann. Viele der Forschungen, die das analytische Konzept der Generation verwenden, bewegen sich letztendlich in einem Dreieck von Erfahrung, Erzählung und Identität. Dabei wird Erfahrung als diskursiv vermittelt betrachtet und ist somit vor allem über Narrationen zugänglich. Hier ist die Nähe zur Erinnerung und damit zur Erinnerungsforschung mit Händen zu greifen. Eine Konstruktion von Erfahrung über narrativisierte Erinnerung führt ins Zentrum eines eher subjektiven Verständnisses von Generation, das anders gelagert ist als das eher objektive Mannheimsche. Jürgen Reulicke gehört zu den in der Bundesrepublik profiliertesten Historikern, der immer wieder in vorbildlich differenzierender Weise auf die Bedeutung von Generation und Generationalität verwiesen hat. Reulicke weist einen solchen objektiven Generationenbegriff als Bezeichnung ganzer Jahrgangskohorten zurück. Eine idealtypische Konstruktion von objektiv fassbaren Generationenstrukturen scheint ihm sinnlos. Stattdessen setzt er bei den subjektiven Selbstzuschreibungen ein und fragt danach, wie wirkmächtig diese in unterschiedlichen historischen Kontexten waren. Hier sind es also die Einzelnen, die ihrer erlebten Geschichte aus der Erinnerung heraus Sinn verleihen, indem sie sich einer Generation zuordnen und diese damit überhaupt erst entstehen lassen. Der Begriff der Generation ist damit eigentlich immer ein Begriff der Erinnerung in dem Sinne, dass Generation nur aus der Erinnerung heraus subjektiv konstituiert werden kann. Von daher hat nicht zuletzt die interdisziplinäre Erinnerungs- und Gedächtnisforschung viel stärker als die Geschichtswissenschaft den Begriff der Generation aufgegriffen. Reulicke führt diese subjektive Konstitution von Generation den Begriff der Generationalität ein. Für Reulicke ist dieser Begriff der Generationalität vor allem ein Mittel, um Subjektivität und Psychologie stärker in die Sozialgeschichte einzubetten. Generationelle Prägungen als Selbstzuschreibungen aus der Erinnerung heraus waren tendenziell eher situativ als über die Dauer stabil. In ihren Bedeutungsgehalten waren sie über die Zeit wandelbar. Hans Jäger hat darauf bereits 1977 hingewiesen, als er bemerkte, dass Generationenzusammenhänge aus konkreten Problemen und Anforderungen erwachsen und sich mit diesen wandeln. Sie sind keine auf alle Zeiten festgelegten Verhaltensdispositionen, weder homogen noch stabil. Generationelle Selbstzuschreibungen sind oftmals verbunden mit identitärer Selbstverordnung, die allerdings wiederum in ständigem Austausch steht mit anderen identitären Selbstverortungen. Soziale Klasse, Ethnizität, Religion, Geschlecht, ideologische Überzeugungen, andere mehr. Gerade die Interkonzeptionalität von Generationen wird aber oftmals zu wenig berücksichtigt. Prosopographische Studien würde es gut anstehen, die Zusammenhänge zwischen diesen unterschiedlichen identitären Konzepten im Blick zu behalten. Abschließend sei bei diesem kurzen Blick auf theoretischen Prämissen von Generationen noch darauf hingewiesen, dass Generation ein sehr männlich geprägtes Konzept war und ist. Es geht in der Regel, wenn man von Generation spricht, um männliche Erfahrungen. Inwiefern verschiedene generationell prägende Erfahrungen gegendert waren, ist im Hinblick auf die allermeisten Generationserfahrungen erst noch zu untersuchen, auch wenn die Geschlechtergeschichte hier in den vergangenen Jahren wichtige Studien vorgelegt hat. Ich denke vor allem an die Kriegskinder im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg.
In den Forschungen der deutschen Arbeiterbewegung taucht das Konzept der Generation immer wieder mal auf, ohne, so würde ich behaupten, dass es jemals zu einem Leitkonzept der Forschung, etwa analog zu dem der sozialen Klasse, geworden wäre. Ich möchte hier ausgehend von dem ebenfalls schon von Dirk Schumann erwähnten, von Klaus Schönhoven und Bernd Braun herausgegebenen Sammelband mit dem Titel Generationen in der Arbeiterbewegung, der auf einer Tagung der Stiftung Reichspräsident Friedrich Ebert Gedenkstätte aus dem Jahre 2003 beruht. Hier geht es ganz überwiegend um die Eliten der Arbeiterbewegung, bei denen generationelle Selbstverordnungen, wie bei anderen Eliten auch, eher anzutreffen waren, da man selbige verknüpfen konnte mit Sinnbildungsprozessen. Im Hinblick auf die deutsche Sozialdemokratie wird in diesem Band unterschieden zwischen verschiedenen Generationen. Generation Bebel, Generation Ebert, Generation Schumacher, Generation Godesberg. Die jeweiligen Beiträge in dem Sammelband fragen nach gemeinsamen Prägungen von Alterskohorten unter den Führern der deutschen Arbeiterbewegung im Hinblick auf Milieu, Organisation, Karrieren, Bürokratisierung, Professionalisierung, Mobilität und Ideologie. Schon damals warnten die Bandherausgeber davor, das Generationenkonzept zu überdehnen, indem man allzu sehr auf eine dauerhafte Homogenität von Generationen über die Zeit rekurriert. Dennoch, so meinten sie, könne der Generationenbegriff sinnvoll sein im Hinblick auf gruppenbiografische Gemeinsamkeiten bei Problemwahrnehmungen, Handlungsnormen und Ausdrucksformen. Bereits im nationalen Rahmen kann man allerdings erhebliche Zweifel anmelden, ob diese Gemeinsamkeiten über einen breiten Raum hinweg und ganz unterschiedliche, nicht primär räumliche Identifikationsmuster tatsächlich aussagekräftig sind. Zeigt von daher nicht ein europäisch vergleichender Blick auf die Arbeiterbewegung gerade die Grenzen von transnationalen Analysen auf? Und bestärkt die Wirkmächtigkeit von nationalen Erfahrungsräumen auch für die Konstitution von Generationen. Dabei sind sicher bestimmte generationsprägende Ereignisse transnationaler als andere. Schon die 1848er Revolution kann man als prägendes generationelles Ereignis für Repräsentanten der frühen Arbeiterbewegung in Teilen Europas bezeichnen. In den deutschen Landen, in verschiedenen Teilen der Habsburger Monarchie, in durch den Chartismus geprägten Großbritannien, im revolutionären Frankreich. Die 1848er Revolutionen müssen also durchaus in transnationalen Erfahrungsräumen im Hinblick auf ihre generationelle Prägekraft untersucht werden. Aber man wird dann nicht umhinkommen, zugleich zu konstatieren, dass es weite Teile Europas gab, in denen 1848 keine besondere Prägekraft für generationelle Zuordnungen hatte. Insgesamt gilt wohl, je nationaler das generationsprägende Ereignis war, desto geringer war seine europäische Dimension. Nehmen wir zum Beispiel die Generation Bebel. Hier handelt es sich um die zwischen 1838 und 1850 Geborenen, neben Bebel in der deutschen Sozialdemokratie Figuren wie Erhard Auer und Johann Heinrich Dietz. Für sie waren die Sozialistengesetze die generationsprägende Erfahrung. Nun könnte man in europäisch vergleichender Perspektive betonen, dass Verfolgungserfahrungen in weiten Teilen des europäischen Sozialismus gemacht wurden und damit auch in den europäischen Staaten in generationsprägend wirken konnte, die diese Verfolgungserfahrung hatten. Allerdings ereigneten sich diese Verfolgungsmaßnahmen in unterschiedlichen Staaten Europas nicht nur in unterschiedlicher Intensität, sondern auch zu unterschiedlichen Zeiten. Damit ist eine transeuropäisch-generationelle Verordnung einer durch Verfolgungserfahrung geprägten Generation in der Arbeiterbewegung kaum möglich. Ähnliches gilt für andere in dem Band von Schönhoven und Braun so benannten Generationen. Die Generation Schumacher etwa war ganz überwiegend in den letzten beiden Jahrzehnten vor der Jahrhundertwende geboren. Für sie war der Erste Weltkrieg prägend. Aufgewachsen in einem starken sozialdemokratischen Milieu, rieben sich viele Vertreterinnen dieser Generation an ihren Vorgängerinnen-Generationen, zumal letztere bis weit in die 20er Jahre hinein die Führungspositionen im Funktionärsapparat der Sozialdemokratie besetzt hielten. In der Zwischenkriegszeit zeigten sich auch hier Unterschiede zwischen der sogenannten Frontgeneration und denjenigen, die dieses Fronterlebnis gerade verpasst hatten. Insgesamt wurde diese junge Generation bereits von Ernst Fraenkel 1930
als verlorene Generation für die Sozialdemokratie bezeichnet, da beide Generationen eher den Weg zu den Nationalsozialisten oder den Kommunisten gefunden hätten. Dabei hat allerdings Siegfried Weichlein relativierend darauf hingewiesen, dass eine dichotomische Gegenüberstellung von vergreisender Weimarer Sozialdemokratie und jugendbewegtem Kommunismus einer empirischen Überprüfung kaum standhalten dürfte. In europäisch vergleichender Sicht kann man wiederum darauf verweisen, dass für viele der am Ersten Weltkrieg teilnehmenden Staaten der Weltkrieg zu einem generationendefinierenden Moment wurde. Allerdings fallen dann zunächst einmal alle diejenigen Staaten aus dem europäischen Vergleich heraus, die nicht am Ersten Weltkrieg teilgenommen haben. Und selbst bei den Teilnehmerstaaten scheint es zum einen wichtig zu unterscheiden zwischen denen, die den Weltkrieg verloren und denen, die ihn gewonnen haben. Denn man wird davon ausgehen können, dass die generationelle Selbstverortung mit dem Ausgang des Weltkriegs entscheidend zu tun hatte. Zudem wäre konkret zu fragen, welche generationellen Selbstverordnungen mit dem Weltkrieg verbunden waren. Waren diese nicht wiederum vor allem national geprägt und hingen zusammen mit nationalen Erfahrungshorizonten im und nach dem Ersten Weltkrieg, etwa der Erfahrung von Hunger, Revolution, Systemänderungen und anderen Faktoren, die durchaus unterschiedlich in unterschiedlichen Regionen Europas waren? Bei der in dem Band von Bernd Braun und Klaus Schönhofen so bezeichneten Generation Godesberg, deren Vertreter weitgehend zwischen 1910 und 1925 geboren waren, weist Daniela Münkel selbst auf die altersmäßige Heterogenität dieser von ihr so bezeichneten Nicht-Generation hin. Die Sozialisationserfahrung der zwischen 1910 und 1925 Geborenen war in Deutschland bzw. später im Exil sehr heterogen. Vor 1945 gab es hier kaum Gemeinsamkeiten. Prägend war eher die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Anschluss an diese Überlegungen würde es eher Sinn machen, von einer Generation Kalter Krieg zu reden. Dies wäre auch in transnational-europäischer Sicht zumindest einer Überprüfung wert. Immerhin machte die europäische Sozialdemokratie unter dem Eindruck des Kalten Krieges ihren zunehmenden Frieden mit dem Kapitalismus, zumindest da, wo es ihr gelang, in Regierungsfunktionen aufzusteigen. Es ging ihr zunehmend um eine Einhegung des Kapitalismus, nicht mehr um dessen Überwindung. Wobei auch hier einschränkend anzumerken wäre, dass dieser Trend in vielen europäischen Ländern dem Kalten Krieg vorgelagert war und bis weit in zumindest die Zwischenkriegszeit zurückreicht. Für die bundesrepublikanische SPD hat Münkel gefragt, ob nicht die sogenannte HJ-Generation eine besonders dem Reformismus und Lassalleanismus zustrebende Generation nach 1945 war. Auch hier könnte man danach fragen, ob totalitäre Sozialisationserfahrungen in der Jugend der Zwischenkriegszeit einen besonderen Hang zum Reformismus nach sich zog. Wobei man die zum Teil doch erheblichen Unterschiede in den nationalen Sozialisationserfahrungen, etwa in Italien oder Spanien, mitreflektieren müsste. Wenden wir uns aber jetzt derjenigen Generation vertieft zu, um die es im Rahmen der Tagung verstärkt geht, den 1870ern. Im erwähnten Band von Braun und Schönhofen würden die 1870er der Generation Ebert entsprechen. Sie waren zwischen der zweiten Hälfte der 1860er und den späten 1870ern geboren und könnten von daher auch als Reichsgründergeneration bezeichnet werden. Ihr gehörten viele Prominente aus der Weimarer Republik an. Philipp Scheidemann, Wilhelm Keil, Wilhelm Dittmann, Otto Wels, Gustav Noske, Rudolf Breitscheid. Die Sozialistengesetze waren auch für sie in Kindheit und Jugend zumindest noch ein wichtiger Faktor der Generationenbildung, obwohl die Erinnerung daran zunehmend überlagert wurde von den parlamentarischen und organisatorischen Erfolgen der Partei nach 1890. Zunächst einmal scheint mir interessant hervorzuheben, dass die 1870er im Sinne von Jürgen Reulecke zumindest nie eine subjektive Selbstzuschreibung waren. Bereits Gerhard A. Ritter und Klaus Tenfelde haben in ihrem Band zu den Arbeitern im Deutschen Kaiserreich darauf hingewiesen, dass man in Arbeitermemoiren so gut wie nie Reflexionen über die eigene Zugehörigkeit zu Generationen findet.
Das Generationenkonzept ist also im Hinblick auf die Arbeiterbewegung vielleicht mehr als an anderen Orten ein klassisches ex post facto Konstrukt von Historikerinnen, die auf einen Jahrgang schauen und danach fragen, welche Gemeinsamkeiten man bei Vertreterinnen dieses Jahrgangs finden kann. Für die deutschen 1870er, die Generation Ebert, hat Bernd Braun argumentiert, dass man sie als nüchtern technokratisch beschreiben könnte. Sie, so Braun, waren weniger durch eine charismatische Autorität gekennzeichnet, als durch einen Hang zu Fortschrittsdenken und Zukunftsglauben, der allerdings weniger visionär als reformistisch geprägt war. Auch wenn die Heroenjahre der Sozialistengesetze in der Erinnerungskultur der Sozialdemokratie stark waren, verblassten sie doch gerade in der 1870er-Generation zunehmend. Die meisten verbanden eben keine eigenen traumatischen Erfahrungen von Verfolgung mit ihrer Lebensgeschichte. Und die transgenerationelle Weitergabe dieser Verfolgungserfahrungen, die ja immerhin durch im Kaiserreich fortbestehende vielfältige Diskriminierungserfahrungen, Stichwort vaterlandslose Gesellen, untermauert wurden, waren letztendlich nicht stark genug, den Drang der 1870er hin zu einer politischen Einbindung zu unterdrücken. So nutzten sie gerade die Kommunalpolitik im Kaiserreich, da wo es ihnen möglich war, um eine Politik der kleinen reformerischen Schritte zu beschreiten. Obwohl, wie ich selbst in meinem Aufsatz zu dem Sammelband von Schönhofen und Braun versucht habe zu zeigen, wie die Marxismusrezeption in der Sozialdemokratie wesentlich von der Erfahrung der Sozialistengesetze geprägt war, blieb doch gerade auch befördert von der 1870er-Generation ein ideologischer Eklektizismus kennzeichnend für die deutsche Sozialdemokratie. In europäisch vergleichender Perspektive wäre im Anschluss an diese Bemerkungen zur 1870er-Generation in Deutschland zu fragen, was überhaupt das konstituierende Moment einer solchen Generation entweder als Fremd- oder als Selbstzuschreibung sein soll. Bestätigt sich nicht das Urteil von Ritter und Tenfelde auch in europäischer Perspektive, dass die Führerinnen der Arbeiterbewegung selten in Generationen dachten? Und hatte das wiederum nicht viel damit zu tun, dass andere identitäre Selbstzuschreibungen, vor allem die der Klasse, gerade in dieser Generation absolut dominant blieben? Im Hinblick zumindest auf eine mögliche Fremdzuschreibung durch Historikerinnen könnte man fragen, und das haben wir heute Nachmittag ja zum Teil auch schon begonnen, ob starke Organisationen und Mitspracherechte innerhalb von politischen Systemen den Hang zum Reformismus auch an anderen Orten in Europa bekräftigte. Je stärker die Sozialisten an ihren jeweiligen nationalen Verfassungsstrukturen partizipieren konnten und je mehr sie durch ihre Stärke dazu befähigt waren, umso reformistischer war ihr Anstrich. Der deutschen Sozialdemokratie im späten Kaiserreich würden hier die britischen Sozialisten der Labour Party, die schwedischen Vertreter der Volksheim-Ideologie und die französischen Sozialisten um Jean Jaurès hinzutreten. Während in den stärker autoritär regierten Ländern Europas, in denen parlamentarische demokratische Mitwirkung auf jedweder Ebene ausgeschlossen blieb, der Reformismus wesentlich geringer ausgeprägt blieb. Allerdings wird man hier gleich fragen müssen, ob eine solche europäische Kategorisierung generationell bedingt war. Und selbst wenn sie es war, sprechen wir überall in Europa von derselben Generation? Oder hängt es dann nicht doch auch wieder davon ab, wann welches nationale politische System sich demokratisierte? Für die 1870er-Generation in Deutschland ist sicher nicht zu unterschätzen, wie stark selbige durch die Reichsgründung 1871 beeinflusst war. Eine nach anfänglichen Schwierigkeiten überaus erfolgreiche Nationalstaatsbildung im Deutschen Reich, beflügelt durch die enormen Erfolge nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in wissenschaftlicher, in rechtlicher, in kommunalverwaltungsmäßiger Hinsicht, all das führte gerade bei den 1870ern zu einem sich verstärkenden Integrationswunsch. Viele der 1870er wollten dazugehören, auch wenn sie nach wie vor andere Vorstellungen davon hatten, wie ein deutscher Nationalstaat in politischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht verfasst sein sollte. In europäisch vergleichender Perspektive stellt sich hier erneut die Frage, ob das nicht eine sehr deutsche Geschichte ist. In vielen Staaten Westeuropas war die nationale Frage bereits im Mittelalter oder der frühen Neuzeit erledigt worden. In Osteuropa herrschten vor 1914 noch weitgehend Imperien, die ihre jeweils eigenen nationalen Fragen hatten, die aber erst nach der Zerschlagung dieser Imperien im Ersten Weltkrieg zu einer weitgehenden nationalen Neuordnung Osteuropas führten.
Vergleichende Aspekte bietet der deutsche Fall hier wohl am ehesten mit der italienischen Einigung in den 1860ern, auch was eine gewisse zeitliche Parallelität angeht. Allerdings stechen hier die Unterschiede wieder stärker in den Blick. Anders als im Deutschen Reich wird man die nationalstaatliche Einigung in Italien kaum als Erfolgsgeschichte werten können. Gerade unter den Arbeiterinnen wurde der Nationalstaat in Italien kaum zu einem positiven Bezugspunkt. Zwar spalteten sich sowohl die italienischen als auch die deutschen sozialistischen Parteien über der Frage einer Unterstützung ihrer jeweiligen Regierungen im Ersten Weltkrieg, aber dass einige Sozialisten um Benito Mussolini aus dieser Haltung heraus dann die faschistische Bewegung entwickelten, war ebenso bezeichnend wie die Tatsache, dass im Italien des Biennio Rosso die Einheit Italiens viel stärker in Frage stand, als das im besiegten Nachkriegsdeutschland 1918 der Fall war. Eine maßgebliche Generationenbildung in der Arbeiterbewegung Italiens rund um die nationalstaatliche Einigung wird man also kaum konstatieren können. Ganz anders dagegen im Deutschen Reich, wo Frank Engehausen für die jüngeren Parlamentarier in der SPD-Fraktion, die zunehmend häufig sich aus der 1870er-Generation heraus rekrutierten, festgestellt hat, dass genau sie 1914 zu denjenigen gehörten, denen die Vaterlandsverteidigung am ehesten einleuchtete. Dies war ein weiteres Zeichen erfolgreicher Nationalisierung der deutschen Arbeiterbewegung vor 1914. Dass dagegen sowohl in Italien als auch in Spanien der Anarchosyndikalismus stärkere Wurzeln ausbilden konnte, hängt gerade auch mit der Schwäche nationalstaatlicher Orientierung unter den industriell- und ländlich-proletarischen Schichten zusammen, die hier mit einigen Ausnahmen, wie zum Beispiel in Asturien, in Spanien, eher dem Anarchosyndikalismus als dem Sozialismus sich zuwandten. In denjenigen Staaten Westeuropas, in denen der Nationalstaat sozusagen fest im Sattel saß, waren nicht der nationale Rahmen, sondern eher schon Fragen der politischen Verfasstheit eine wichtige Bedingung für die pragmatische Orientierung der Arbeiterbewegung. Das gilt sowohl für den Parlamentarismus in Großbritannien als auch für den Republikanismus in Frankreich. Im Hinblick auf den Zusammenhang von Generation und nationaler Frage wird man in europäischer Perspektive bestenfalls formulieren können, dass zu unterschiedlichen Zeiten die Haltung zu Nation und nationalen Rahmenbedingungen auch wichtige generationelle Erfahrungen waren, allerdings meist wiederum zu unterschiedlichen Zeiten und damit für unterschiedliche Generationen, zumindest sofern man Generation als Alterskohorte auffasst. Deutschland war hier im europäischen Vergleich durchaus nicht einzigartig, aber es fällt doch durchaus auf, dass hier innerhalb von zwei Jahrhunderten die Formen der Nationalstaatlichkeit gleich mehrfach sich drastisch änderten. 1806, 1815, 1848, 1866 bis 1871, 1918, 1938, 39, 1945, 1949, 1989. Zwar gab es vielfältige Häutungen der nationalen Gestalt auch in anderen Regionen Europas, aber so dramatisch und so häufig wie in Deutschland war es doch eher selten, sodass Tilman Fichter vor allem mit Blick auf die Zeit nach 1945 hier eine große Bedeutung der nationalen Frage für unterschiedliche Generationen sozialdemokratischer Politiker ausgemacht hat. Die Verbindung nationaler Instabilität über viele Generationen hinweg verbindet die deutschen Sozialisten eher mit Osteuropa als mit Westeuropa. Für die deutschen 1870er gilt, dass sie wie kaum eine Generation vor und nach ihnen geprägt wurden durch einen rasant voranschreitenden technischen Fortschritt und durch bahnbrechende naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Die Folgen waren Technikgläubigkeit und Fortschrittsdenken. Sie wiederum produzierte Technokraten, die an den Fortschritt glaubten und den Aufbruch in die Moderne mit eben dieser von Bernd Braun konstatierten Nüchternheit und Sachlichkeit betrieben. Dieses Thema wäre vielversprechend vergleichend zu weiten, würde aber in seinen Dimensionen zugleich über Europa hinausweisen, denn auch die Arbeiterbewegung außerhalb von Europa teilte diese Prämissen und sie tat das auch noch in anderen Generationen als den 1870ern. Fragt man nach anderen Faktoren, die die 1870er-Generation maßgeblich beeinflusst haben, stößt man auf das Phänomen, dass die meisten europäischen Sozialistinnen sich der Bewegung früh, meist noch während der Ausbildung oder am Beginn ihres Berufsweges, anschlossen. Sie wurden sozusagen in die Arbeiterbewegung hineinsozialisiert.
Das stimmt aber zum einen nicht nur für die 1870er-Generation, sondern auch für andere Generationen in der Arbeiterbewegung. Zudem stimmt es ebenfalls nicht nur europaweit, sondern weltweit, soweit ich das zumindest mit Blick auf Nordamerika, Australien und Südafrika beurteilen kann. Ich habe in meinen theoretischen Erörterungen zum Konzept der Generation bereits davon gesprochen, dass Generationsforschung als Identitätsforschung zunehmend nach den Schnittstellen von Generation und anderen identitären Konzepten fragt. Bei der Arbeiterbewegung bietet sich hier natürlich besonders die soziale Klasse an, wobei Religion, Ethnizität und Geschlecht durchaus auch in ihrer jeweiligen Interkonzeptionalität mitzudenken sind. Die 1870er-Generation in Deutschland war ihrer sozialen Herkunft nach eine Generation von männlichen Facharbeitern, kleinen selbstständigen Handwerkern und Handwerksgesellen, denen der Aufstieg zum Meister verwehrt geblieben war. Es gab wenig bürgerliche und kaum proletarische Unterschichten, von denen man sich in der Sozialdemokratie nicht ohne Grund gerne mit Verweis auf das Lumpenproletariat distanzierte. Diese soziale Herkunft verband die 1870er-Generation in Deutschland eher mit ihrer Vorgängergeneration, als dass es ein spezifisches generationelles Merkmal war. In europäisch vergleichender Perspektive wird man hier in vielen Ländern durchaus Gemeinsamkeiten feststellen können. In vielen Ländern Europas war der Sozialismus eine Sache der gehobenen, respektablen, männlichen Industriearbeiterschaft. Allerdings gab es auch hier starke Unterschiede in Europa. Bereits Robert Michels stellte fest, dass der Sozialismus in Italien etwa sehr stark durch die Mittelschichten geprägt wurde. Die ländliche Arbeiterschaft ließ sich in Süd- und Osteuropa oftmals besser von Arbeiterbewegungen organisieren als in Nord- und Westeuropa. Ethnische und religiöse Diversität spaltete die Arbeiterbewegungen an den meisten Orten der Welt eher. Die Rivalitäten zwischen sozialdemokratischem Alten Verband, christlicher Bergarbeitergewerkschaft und einer polnischen Bergarbeitergewerkschaft im Ruhrgebiet vor 1914 ist hier bezeichnend. Dass asturische Migranten in Südwales wichtig für die Gründung der Bergarbeitergewerkschaft dort waren, ist international wohl eher eine Ausnahme. Aber all diese Phänomene sind kaum spezifischen Generationen zuzuordnen. Und die Dominanz männlicher Fach- und Industriearbeiter innerhalb von sozialistischen Parteien reproduzierte sich durchaus auch außerhalb Europas. Ebenfalls bedeutsam scheint mir hier, dass sich Klassengrenzen zur Mittelklasse dort besser überwinden ließen, wo es zu politischen Bündnissen zwischen Liberalismus und Arbeiterbewegung kam, wie klassischerweise in Großbritannien nach 1850 und dann wieder nach 1918. Die war allerdings in vielen Ländern Europas generationell wiederum unterschiedlich. Die Verbindung von Generation und Klasse verliert zusätzlich an Bedeutung, wenn man sich bewusst macht, dass Klassenbildungsprozesse in den verschiedenen Ländern Europas natürlich zu ganz unterschiedlichen Zeiten stattfanden. Hartmut Zwahrs Studien zu Leipzig haben gezeigt, dass die geborenen Arbeiter, also die bereits in proletarisierten Verhältnissen aufgewachsenen Arbeiter, den Kern der Arbeiterorganisation in Leipzig im späten 19. Jahrhundert bildeten. Die generationelle Erfahrung verbindet sich mit dem Zeitpunkt der Industrialisierung. Wenn dieser aber in unterschiedlichen Regionen Europas unterschiedlich war, dann gibt es im Hinblick auf Klassenbildung und Generation eher keine gemeinsame europäische Erfahrung. Liegen Klassenbildungsprozesse ebenso wie Fragen von Ethnizität, Religion und Geschlecht eher quer zu Fragen von Generation, so gilt dasselbe für ideologische Fragen. In seiner beeindruckenden Geschichte der europäischen Linken von 1850 bis 2000 hat Jeff Ely die europäische Arbeiterbewegung zunächst und vor allem als eine Demokratiebewegung dargestellt. In seiner Darstellung ist sie der wichtigste Faktor die Arbeiterbewegung, der wichtigste Faktor für Demokratisierungsprozesse im 19. und 20. Jahrhundert. Damit ist aber zugleich gesagt, dass dies keinesfalls generationsspezifisch war, sondern sich über viele Generationen hinweg als Kontinuum der Geschichte der Arbeiterbewegung, als Leitgedanke sozusagen, eignet. Die Frage, zu welchem Zeitpunkt Klassenbildungsprozesse zur Entstehung von Arbeiterbewegungen führen, hat auch viel mit deren Jugendlichkeit zu tun. Wenn Klaus Tenfelde für Deutschland formuliert, dass hier die Arbeiterbewegung vor 1914 ein besonders jugendliches Aussehen hatte, während sie in der Zwischenkriegszeit bereits vergreiste, so kann man hier schwerlich von einem generationellen europäischen Phänomen ausgehen.
Dafür erstreckten sich Klassenbildungsprozesse und die Formation von Arbeiterbewegungen über einen zu langen Zeitraum hinweg. Für die deutsche 1870er-Generation wird man ihre feste Verwurzelung in einem spezifischen Parteimilieu hervorheben können. Hier war man Sozialdemokrat von der Wiege bis zur Bahre. Dazu gehörte ein spezifischer Organisationspatriotismus der deutschen Sozialdemokratie, der zum Teil sich auch in Österreich und der Schweiz fand. Gerade die 1870er gehörten zu denen, die in der Zeit nach dem Sozialistengesetz die Partei wieder aufbauten und sie zur größten demokratischen Massenpartei der Welt mit ausgeprägten Milieuorganisationen führten. Das war ohne Frage generationsprägend. Aber inwiefern lässt es sich europäisch vergleichend erweitern? Der deutsche sozialdemokratische Organisationspatriotismus und die ausgeprägte Milieubildung hatte zwar viele Bewunderer in anderen Ländern, nicht deutschsprachigen Ländern, aber doch eher wenig erfolgreiche Nachahmer. Zum Teil, weil die spezifischen Bedingungen für diese Milieubildung im Deutschen Kaiserreich an anderen Orten nicht vorhanden waren. So hat etwa Herbert Morrison und seine London Labour Party in der Zwischenkriegszeit durchaus versucht, die SPD zu kopieren, musste aber am Ende einsehen, dass sich das deutsche Modell nicht einfach nach Großbritannien verpflanzen ließ. Der deutsche sozialdemokratische Organisationspatriotismus, der in einer sehr deutschen Vereins- und Versammlungskultur wurzelte, erlaubte es allerdings gerade der 1870er-Generation oftmals in besoldete Funktionärsämter aufzusteigen. Somit bildete sich innerhalb der Sozialdemokratie des Kaiserreichs ein eigener Typ von besoldetem Arbeiterfunktionär mit spezifischem Expertenwissen. Diese Art von Funktionselite war zumindest in diesem Ausmaß zum damaligen Zeitpunkt in weiten Teilen der europäischen und internationalen Arbeiterbewegung total unbekannt. Sie verweist damit ein weiteres Mal auf die Bedeutsamkeit nationaler Faktoren für die Generationsbildung der 1870er. Damit erscheint es mir abschließend angebracht, doch einiges an Skepsis zu äußern, was eine europäische Weitung der Idee einer 1870er-Generation anbetrifft. Entweder sind die beschriebenen generationellen Charakteristika stark nationalstaatlich geprägt oder sie gelten nur für einen Teil Europas oder sie sind territorial nicht auf Europa einzugrenzen und wirken auch weit darüber hinaus. Gerade weil es für die 1870er-Generation keine generationsstiftenden Ereignisse von traumatischer Bedeutung im europäischen Kontext gegeben hat, scheint es eine 1870er-Generation weder in der Selbstzuschreibung noch in der Fremdzuschreibung durch die Historikerinnen zu geben. Abgesehen von dieser spezifischen empirischen Skepsis im Hinblick auf die Existenz einer europäischen 1870er-Generation in der Arbeiterbewegung, will ich ganz zum Schluss noch einige Bemerkungen machen hinsichtlich des Verhältnisses von historischer Zeit und Generation. Mir scheint, dass die Kongruität von Zeit, Raum und Erfahrung, wie sie dem Konzept der Generation zugrunde liegt, ein lineares Zeitverständnis voraussetzt, wie es in den boomenden Forschungen zu historischen Zeitvorstellungen der letzten Jahre stark hinterfragt wurde. Wenn man Generationen mit Alterskohorten gleichsetzt, die eine spezifische Generationslagerung, wir erinnern uns an den Mannheimschen Begriff, miteinander verbindet und die auf dieser Grundlage Generationszusammenhänge und dann Generationseinheiten bildet, dann reiht man Generationen wie auf einer Kette chronologisch hintereinander liegend auf. Damit aber ignoriert man die Erkenntnisse aus der historischen Zeitforschung, wie sie zuletzt in Deutschland meines Wissens nach Achim Landwehr formuliert hat, mit seinem überzeugenden Verweis auf die zu jeder historischen Zeit existierenden Pluritemporalitäten. Diese Pluritemporalitäten, so möchte ich argumentieren, setzen ein weiteres geschichtstheoretisches Fragezeichen hinter die Vorstellung, man könne über das Konzept von aufeinander folgenden politischen Generationen Sinn in historische Abläufe bekommen. Denn folgt man Landwehr, dann sind zu jeder Zeit viele historische Zeitvorstellungen wirksam, zwischen denen es sowohl Gleichzeitigkeiten als auch Ungleichzeitigkeiten gibt.
zitiere Landwehr, um Zeit als historisches Phänomen angemessen zu fassen, ist es weniger ratsam, sie als eine durchgängige Linie zu begreifen, an der sich die historischen Veränderungen und Phänomene wie an einer Schnur aufreihen, um sich anschließend den Anfangs- und Endpunkten dieser Linie zu widmen und die Frage zu stellen, wie sich die Geschichte dazwischen verhalten hat. Stattdessen wäre die Aufmerksamkeit auf jeweils synchron zueinander bestehenden Zentren sozialen Lebens zu richten, um dort ausfindig zu machen, mit welchen Reichweiten temporalen Denkens operiert, welche Geschwindigkeiten angelegt und welche Taktungen der Zeitlichkeit vorausgesetzt wurden. Für ein pluritemporales Verständnis von Generationen wäre es somit entscheidend, Generationen nicht mehr als die chronologische Aufeinanderfolge von Alterskohorten zu verstehen, sondern sie als ein im landwirtschen Sinne Zentrum sozialen Lebens zu begreifen. Konstruieren sich diese Alterskohorten selbst als Generationen, dann wäre jeweils danach zu fragen, welche Zeitlichkeiten durch den konstruierten generationellen Zusammenhang wiederum konstruiert werden. Diese wären dann in einem zweiten Schritt in Beziehung zu setzen zu anderen Zentren sozialen Lebens, die wiederum Zugehörigkeiten definieren, und die usual suspects hier sind Klasse, Religion, Nation, Ethnizität und andere mehr. Werden die jeweiligen Alterskohorten von außen als Generationen konstruiert, müssten die Konstrukteure, also in unserem Fall die Historikerinnen, fragen, welche Zeitvorstellungen damit dann gleich mitkonstruiert werden und wie sich selbige verhalten zu parallel vorhandenen anderen Zeitvorstellungen anderer Zentren sozialen Lebens. Eine solche Vorgehensweise würde Zeitvorstellungen ebenso wie Identitätsvorstellungen als kulturelle Konstrukte ernst nehmen. Zeit, ebenso wie Generation, ist etwas Gemachtes, von denen sich einer Zeit und einer Generation zugehörig fühlenden und von den Historikerinnen. Verzeitlichungen sind soziale und kulturelle Produkte, und Pluritemporalität liegt begründet in zahlreichen Möglichkeiten von Historikerinnen, mit Zeit umzugehen. Ob sich von solchen Überlegungen aus sinnvolle Generationskonzepte entwickeln lassen, muss wiederum einer empirischen Forschung vorbehalten bleiben. Da das Konzept der Generation allerdings eng mit Fragen von Zeitlichkeit verbunden ist, schien es mir lohnend, dies einmal auszuprobieren. Das Resultat wäre eine Pluralisierung von Generationsvorstellungen, bei denen die jeweils mit anderen Zeitlichkeiten operierenden Generationen zahlreiche Überschneidungen und Gegensätze zu anderen Generationen aufwiesen und situativ ihre jeweilige Wirkung entfalten würden. Zugleich müssten unterschiedliche Generationszusammenhänge mitsamt ihren Zeitlichkeiten in Beziehung gesetzt werden zu anderen Zeitlichkeiten oder auch denselben Zeitlichkeiten, die jeweils anderen Zentren sozialen Lebens innewohnen. Die Geschichte würde durch eine solche Pluralisierung eines einheitlichen Sinnzusammenhangs beraubt und könnte nur mehr als Kaleidoskop geschrieben werden. Andererseits würde die Möglichkeit der Konstruktion verschiedener Sinnzusammenhänge im Hinblick auch auf unterschiedliche generationelle Zeitlichkeiten die Geschichte pluralisieren und ihr damit eine höhere Selbstreflexivität im Hinblick auf ihren Konstruktcharakter geben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion. Ganz herzlichen Dank, Stefan Berger, für diese Tour de Force über die Theorie hinein in die deutschen Generationen, in das europäische Panoptikum und zurück in die Ausdifferenzierung von Zeit, Raum und Erfahrung. Ich glaube, das war ein sehr anregender Vortrag, der uns ganz konkret, aber auch sehr abstrakt theoretisch fordern kann. Und ich denke, dass es dazu bestimmt die eine oder andere Frage gibt. Ich habe zwischenzeitlich schon im Chat ein paar gesammelt. Und jetzt haben wir gewissermaßen zwei Foren. Herr Greiner beobachtet den Chat auf YouTube und ich habe den Chat auf Zoom im Blick, in der die Tagungsteilnehmer sind. Und ich würde
jetzt Herrn Herrn Hairouni bitten, seine Frage einmal auszuführen, die er zur Generationenbildung hat, mit dem Blick auf Manipulation von Erfahrung und Identität. Herr Hairouni, wir hören Sie leider nicht. Sie müssen einmal bitte das Mikro anmachen. Ja, Entschuldigung, es war mir nicht eingefallen, das zu tun. Also soll ich vielleicht irgendwie die Frage ergänzen oder nicht? Ja. Also es war sehr, sehr interessant für mich, den Vortrag zu hören, und ich möchte also sehr herzlich danken für den Vortrag, den Vortragenden. Ja, also der Vortrag basierte auf die europäische Konzeption, vor allem in erster Linie. Und es wurden die europäischen Erfahrungen beziehungsweise Ideen und so weiter beurteilt. Aber ich wollte gerne fragen, wie generationsprägend es ist oder inwieweit die Generationenbildung beeinflusst wird, wenn beispielsweise die Identität fällt und oder die Geschichte bzw. die Erfahrung systematisch verfälscht wird und die Nachkommenschaft mehr oder weniger bewusst zu täuschen. Das ist leider also in anderen nicht-europäischen Teilen auf der Erde nicht selten anzutreffen. Und es würde mich sehr interessant sein, also die Beurteilung unseres sehr verehrten Vortragenden darüber zu hören. Ja? Stefan. Ja, vielen Dank, Herr Hairouni. Eine sicher interessante Frage, die, wenn man so will, ins Zentrum von Machtbildungsprozessen führt. Wenn ich es richtig verstehe, würde ja eine dominante Macht sozusagen dahin agieren, dass die Erfahrungen einer Generation systematisch verfälscht werden oder auch verschwiegen werden. Das heißt, in einem solchen Fall wäre für mich als Historiker es interessant, wahrscheinlich zu schauen, inwiefern gibt es, und das ist, glaube ich, in den meisten historischen Ereignissen der Fall, aber ich lasse mich da gerne korrigieren, gibt es antihegemoniale Gegenstrategien, um sozusagen diese hegemonialen, verdrängenden, verschweigenden Diskurse dann wiederum zu konterkarieren. Das heißt, wenn wir von Generationen sprechen, die sich selbst konstituiert, inwiefern konstruiert eine solche Generation dann antihegemoniale Diskurse und mit welchen Mitteln tut sie das oder kann sie das tun, um diesem Verschweigen oder dieser Unterdrückung entgegenzuwirken? Ich glaube, in den allermeisten Fällen findet man einfach nicht, dass irgendein Regime bisher erfolgreich war, wirklich etwas total zu unterdrücken oder zu verschweigen. Das heißt sozusagen, die Suche nach den antihegemonialen Diskursen ist häufig dann von Seiten der Historikerinnen zu leisten und führt, glaube ich, in vielen Fällen auch zum Erfolg und kann natürlich, gerade wenn wir an die Gegenwart denken, in vielen Teilen der Welt auch enorm politische Folgen dann wiederum zeitigen. Aber vielen Dank für den Verweis. Also ich danke Ihnen auch sehr herzlich für Ihre Erklärung, Herr Berger. Ja. Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage hier im Chat, die bereits vorhin während der vorhin während des Vortrags gestellt wurde, auf die du dann im Laufe der Zeit ein bisschen eingegangen bist, ohne dass du die Frage kanntest, nämlich
nach dem Umstand, welche Rolle sozioökonomische Faktoren und wissenschaftlich-technische Entwicklungen eigentlich dabei spielen. Vielleicht kannst du den Blick auf die wissenschaftlich-technischen Entwicklungen richten. Stichwort Kommunikation und Medien wären da vielleicht ein Ansatz, zu dem du vielleicht noch etwas sagen könntest. Und dann habe ich als nächstes Till Kössler und Christoph Cornelissen auf der Liste. Ja, also in der Tat, ich denke, dass es fangen hier gerade die Glocken an zu läuten. Ich denke, dass ich ja kurz darauf eingegangen bin, dass gerade für die 1870er-Generation diese technischen Entwicklungen zentral sind, dann auch für die Ausbildung eines spezifischen Selbstverständnisses dieser Generation. Also Fragen von umfassender Modernisierung über technologische, naturwissenschaftliche Erfindungen, Erneuerungen. Das war, glaube ich, tatsächlich zentral für diese Generation. Natürlich können auch, darauf verweist du, glaube ich, jetzt, Anja, auch Mittel der oder Medien der Kommunikation, also kommunikative Prozesse, generationenstiftend sein. In neuerer Zeit denkt man dann sozusagen an die Generation Facebook. Also sozusagen bestimmte technologische Entwicklungen, die sehr stark mit einer spezifischen Generation verbunden werden, auch wiederum sowohl in der Selbstzuschreibung oder der Fremdzuschreibung. Für die Arbeiterbewegung war sicher sozusagen in vielen Teilen Europas wichtig, die Entwicklung von eigenen Medien, von Zeitungen, von Zeitschriften, um sozusagen nicht nur Positionen zu schaffen, auf denen Arbeiterfunktionäre dann ein gesichertes Einkommen hatten, sondern auch um eine Kommunikationsgemeinschaft zu schaffen, die man abklopfen könnte darauf, inwiefern es hier generationelle Selbstverständnisse gegeben hat. Soweit vielleicht dazu. Ja, danke. Ich darf jetzt Till Kössler um sein Beispiel. Ja, hallo Stefan. Erstmal ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Ich war sehr beeindruckt, wie konzise du Problemlagen und Fragestellungen herausgearbeitet hast. Also das fand ich wirklich sehr erhellend und weiterführend. Gleichwohl würde ich jetzt versuchen, mal ein wenig den Advocatus Diaboli zu spielen, denn ich habe so meine Vortragserfahrung war so ein bisschen ein Paradox. Einerseits habe ich die Kritik am Konzept der Generation sehr nachvollziehen können. Auf der anderen Seite hat sich für mich dieses Bild doch ein relativ klares Bild zu einer 1870er-Generation auch im europäischen Kontext ergeben. Und an diesem Paradox möchte ich ansetzen und vielleicht doch fragen, dass es ja auch vielleicht kein Zufall ist, dass wir heute uns mit dem Konzept der Generation beschäftigen und vielleicht nicht über Klassenlagen im europäischen Sozialismus diskutieren oder über Religionszusammengehörigkeiten, was man natürlich alles machen könnte. Aber anscheinend hat ja dieses Konzept der Generation doch einiges, was es attraktiv macht. Und da möchte ich vielleicht drei Punkte unterstreichen. Einerseits ist es doch so, dass man historischen Wandel gerade mit dem Konzept der Generation doch vielleicht besser in den Griff bekommt als zum Beispiel mit dem Begriff der Klasse oder dem Begriff der Ethnizität, weil wir doch hier durch diese Abfolge von Kohorten doch immer auch die Frage haben, wie kommt es eigentlich dazu, dass nun politische Einstellungen sich wandeln, Politikformen sich wandeln und man hier eben, und das ist vielleicht der zweite Vorteil, mit dem Konzept der Generation noch ein Scharnier hat zwischen politischen Theorien, zwischen Weltdeutung und sozialen Gruppen, die dann auch diese Weltdeutung in Praxis übersetzen. Und wir haben vielleicht sogar drittens mit dem Konzept der Generation auch eine Möglichkeit, politische Eliten und dann weitere politische Bewegungen auch zusammenzufassen und eben die Geschichte jetzt einzelner Parteiführer, Parteiführerinnen und der Geschichte von Mitgliedschaften hier in den Blick zu bekommen. Also kurzum, trotz aller Kritik ist es nicht doch auch vielleicht reizvoll, gerade auch in einer europäisch vergleichenden Perspektive, dann doch auf dieses Konzept zu setzen und vielleicht eben nicht in diesem Sinne, in diesem vielleicht starken mannheimischen Sinne, der, glaube ich, tatsächlich nicht angemessen ist. Aber wir reden ja heute zum Beispiel ja auch über Klasse, ohne jetzt sofort einen marxistischen Klassenbegriff zu benutzen. Also wenn wir sozusagen von Mannheim uns ein wenig entfernen, macht es nicht dann doch sehr viel Sinn, auch mit dem Begriff der Generation zu arbeiten. Ja, vielen Dank, Till. Schön, dich zu sehen. Ich nehme an, wir sitzen beide in Bochum.
Ja, sehr gute Fragen. Also auch sehr schwierige Fragen. Also sehr interessant, deine Erfahrung beim Zuhören, während ich ja im Prinzip versucht habe, so einige Punkte durchzugehen und dann jeweils immer zu argumentieren, wenn man das versucht, europäisch zu weiten, dann klappt das nicht. Ist bei dir anscheinend als Zuhörer trotzdem irgendwie so ein Bild von, naja, aber sind doch alles irgendwie Faktoren, die Generationen bilden können, entstanden. So ist das manchmal mit der Dissonanz von Intentionen und dem, was sozusagen ankommt. Also ich würde sozusagen skeptisch bleiben. Ich würde vielleicht eher, um das Pferd von hinten aufzuzäumen, sagen, wir reden heute leider viel zu wenig über Klassen und Klassenlagen. Und die Generation ist auch ein Versuch, von der Klasse und den Klassenlagen abzulenken. Ich glaube, dass wir gerade den historischen Wandel über zumindest den weitgehend sozusagen simplen Generationenbegriff, wie er in der Literatur vorherrscht heute, nicht in den Griff kriegen werden. Nicht zuletzt wegen dieser geschichtstheoretischen Überlegungen am Ende. Wenn wir sozusagen diese neuen Vorstellungen von historischer Zeit ernst nehmen, ist sozusagen der Versuch, über eine Abfolge von Generationen historische Sinnbildung zu betreiben, absurd. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich muss ja diesen geschichtstheoretischen Erwägungen nicht folgen. Das stimmt natürlich. Dann müsste man sich sozusagen darüber unterhalten, inwiefern diese neueren Forschungen zu historischer Zeit tatsächlich sozusagen den Finger auf etwas legen oder eben auch nicht. Also ich glaube, dass eben zunächst mal wichtig ist, wer konstruiert die Generationen? Sind es die Generationen selber, wie ja ganz überwiegend bei der 1968er Generation zum Beispiel, oder sind es die Historikerinnen? Und ich glaube, die 1870er waren nie eine Selbstkonstruktion. Es ist immer sozusagen, waren immer Historikerinnen, die die 1870er konstruiert haben. Und wenn Sie das tun, dann ist ja die Frage, warum tun Sie das? Mit welchem Zweck? Also was soll diese Generation denn aussagen oder bedeuten oder wahrnehmen? Oder ne? Also wo ist sozusagen die Sinnbildung in der 1870er Generation? Und da sozusagen sehe ich auch eigentlich wenig, weil Weltdeutungen und soziale Gruppen in den 1870ern sind ja sehr divers, wenn man sich also und schon nur in der Arbeiterbewegung sehr divers. Wir haben ja auch heute bei den Vorträgen schon gesehen, dass viele der 1870er nicht denselben sozialen Klassen entstammen. Wie sie sich dann politisch orientierten, welche Weltdeutungen sie vornahmen, war total unterschiedlich. Bin mir nicht sicher, aber also ich würde eigentlich zunächst mal, vielleicht werde ich ja morgen im Verlauf der Tagung noch eines ganz anderen belehrt. Schon sehr gespannt auf deinen Vortrag auch, Till, morgen. Aber ich würde erstmal dabei bleiben, dass ich glaube, dass das Konzept der Generation extrem schwierig ist. Und vielleicht kann man es neu konzeptionalisieren im Sinne dieses pluritemporalen Generationsverständnisses als ein sozusagen Zentrum sozialen Lebens, was man ernst nehmen kann, neben Zentren anderen sozialen Lebens, zu denen ich eben auch Klasse oder Religion oder Geschlecht oder Ethnizität zählen würde. Aber das, da gibt es kaum, soweit ich weiß, kaum empirische Studien bislang. Empirie ist das Stichwort für Christoph Cornelissen. Ja, zunächst, Stefan, vielen Dank für diesen brillanten Vortrag. Du hast es geschafft, uns wunderbar zu unterhalten, finde ich. Und auch einfühlsam mit den verschiedenen Zeitschichten umzugehen, die du hier kritisch differenziert hast. Und ich glaube, du hast uns alle so weit getragen, dass wir sofort den Vertrag unterschrieben hätten, genau darüber jetzt arbeiten zu wollen, die Pluritemporalität von Generationenerfahrung. Ich war fast zu weit und habe jetzt nur einen Moment noch innegehalten, und das ist meine Frage, die ich schon vorformuliert habe, weil in mir so ein bisschen die innere Skepsis noch nicht ganz überwunden ist, wie soll man das machen? Das ist eine ganz einfache forschungspraktische Frage. Das Wie kann man vielleicht sagen, ja, dann richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, das kennen wir. Das ist das, was eigentlich schon oft gemacht worden ist und als Erfahrungstatbestand auch bei der Konstruktion von Generationskohorten, wie auch immer man die jetzt wieder beschreiben will, getan worden ist.
Aber du willst ja eine Spur weitergehen, einen Schritt weitergehen. Und da stellt sich mir jetzt die konkrete Frage, wo sind die empirischen Belege, die empirischen Bezüge, auf die wir uns dann auch zurückziehen können, um das zu beschreiben, was als Zielsetzung von dir jetzt ausgegeben worden ist. Also das leuchtet mir unmittelbar ein, dass das das Ziel sein muss. Nur in den Kneipengesprächen des Kaiserreichs reden die da so wenig drüber. Und das ist jetzt sozusagen die einfache Frage, nicht das Wie, sondern das, woher kriegen wir die Informationen, um uns diese Form von Rekonstruktion kultureller Art zu erlauben, die du als Ziel ausgegeben hast. Ja, vielen Dank, Christoph. Das ist in der Tat natürlich der Punkt, wo mein Vortrag aufhört. Also sozusagen, man müsste jetzt eben weiterdenken, wie konzeptionalisiert man solche pluritemporalen Studien zu Generationen? Müsste man tatsächlich in einen Dialog einsteigen. Ich versuche mal aus mehr oder weniger aus der hohlen Hand zu formulieren, dass man wahrscheinlich damit einsetzt, eben zunächst mal zu schauen. Also ich fände es immer sinnvoller, von den Selbstbeschreibungen auszugehen. Also sozusagen, wenn man Diskurse und Praktiken untersucht, zu fragen, welche Selbstzuschreibungen äußert sich in diesen Diskursen und in diesen Praktiken. Und dann hat man sozusagen verschiedene Zentren von Selbstzuschreibungen. Generation, Klasse, Geschlecht, Ethnizität, andere mehr. Und dann zu gucken, innerhalb dieser Selbstzuschreibungen, welche Zeitlichkeiten verbinden sich mit dieser Selbstzuschreibung? Also wie positioniert man sich mit dieser Selbstzuschreibung in der Zeit? Wie positioniert man sich zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Und wie korreliert das dann mit den zeitlichen Selbstzuschreibungen anderer Zentren sozialen Lebens? Und dann zu schauen, wie passen diese Zeitlichkeiten eigentlich zueinander? Reiben die sich aneinander? Passen die zueinander? Gehen die sozusagen Allianzen ein? Stoßen die sich voneinander ab? Und dann sozusagen darüber kommend zu schauen, innerhalb dieses komplexen Kaleidoskops von identitären Selbstzuschreibungen, jeweils mit ihren eigenen Zeitlichkeiten, wo steht da Generation? Ich weiß nicht, ich glaube, viel konkreter kriege ich es heute Abend nicht hin. Aber es war schon mal der Ansatz einer Antwort. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob wir jetzt, also wir haben jetzt als nächstes Dirk Schumann auf der Liste und dann Rainer Tostorf, ob wir uns anderen Richtungen der Fragestellung zuwenden, aber bitte. Ja, also von meiner Seite auch erstmal ganz herzlichen Dank für diesen wirklich sehr pointierten Vortrag, der natürlich etwas deprimierend auch insofern gewesen ist, sage ich halb ernst, weil er ja einige, ich will nicht sagen Grundannahmen, aber doch Überlegungen sehr, sehr deutlich unterminiert hat, die wir ursprünglich mal angestellt hatten. Ich will das jetzt versuchen, doch so ein bisschen zu retten, auch ein bisschen an das anschließen, was Till Kößler gesagt hat, und die Frage stellen, ob wir nicht doch stärker im Auge haben müssen, dass es länderübergreifender Entwicklungen der Moderne, sage ich jetzt mal ganz allgemein, in der Zeit gegeben hat, die man jetzt nicht unbedingt so eng als technisch-wissenschaftlichen Fortschritt beschreiben kann, sondern als Veränderungen der Lebenswelt, Stichwort Großstadtbildung, Urbanisierung, alles, was damit an sozusagen Selbstwahrnehmungen, auch an Schreckensbildern zusammenhängt. Das ist natürlich in den verschiedenen Ländern in unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Fall. In Deutschland ist es besonders schnell, aber wir finden das mit Sicherheit auch in britischen Städten, auch in französischen, in italienischen, auch in manchen osteuropäischen sicher. Und darauf müssen natürlich die Zeitgenossen und Zeitgenossinnen irgendwie reagieren. Und sie tun es vermutlich in unterschiedlichen Altersphasen dann auch in unterschiedlicher Weise. Also da könnte es sozusagen, oder da gibt es sozusagen in gewisser Weise gemeinsame Herausforderungen für alle, auf die natürlich nicht alle in gleicher Weise reagieren, aber doch in der spezifischen Weise reagieren müssen und je nach Alter dann auch in einer etwas anderen Weise. Und vielleicht könnte man das wiederum verbinden mit einem Element der Generationstheorie, was oft dann zwar genannt wird, Sie haben es auch genannt, aber dann ein bisschen hinten runterfällt, nämlich der Generationseinheit.
Denn es ist ja so, dass wenn man über Generationen spricht, und Manam hat das ja eben auch so gemeint, nicht sagt, die denken jetzt alle gleich, die zu einer Generation gehören, sondern es gibt eben da Einheiten und die reagieren eben auf bestimmte ähnliche Herausforderungen in durchaus unterschiedlicher Weise. Das kann man politisch fassen, aber man kann es auch vielleicht ein bisschen weicher kulturell fassen. Also will sagen, wenn wir so einen kulturalistischen Ansatz wählen, Stichwort Moderne, Stichwort Generationseinheit, nicht politisch gedacht, kommen wir dann nicht doch wieder so ein bisschen dahin, dass wir sagen können, ja, es gibt so gewisse Gemeinsamkeiten der 1870er, ohne dass wir jetzt mit diesem emphatischen Generationenbegriff arbeiten wollen, aber fassen wir doch irgendwas im Sinne dessen, was Till Kößler eben auch sagte, was uns dann doch hilft, sozusagen Wandel in einem weiteren Sinne zu verstehen, wenn auch nicht in diesem engen politischen Sinn. Ja, vielen Dank. Ja, also das ist mir, vieles davon ist mir sehr sympathisch und das hatte wahrscheinlich ja auch seinen guten Grund, dass Till den Eindruck hätte, ich hatte dann doch so etwas wie eine 1870er Generation skizziert in meinem Vortrag. Natürlich, wenn man durch die einzelnen Faktoren geht, so wie ich das versucht habe in dem Vortrag, dann fällt auf, dass es sozusagen länderübergreifend bestimmte Entwicklungen gibt, die man mit Moderne oder Modernisierung verbinden kann, die zumindest ähnlich gelagert sind und auf die man reagieren muss. Das heißt sozusagen, die Veränderung dieser Lebenswelten provoziert Reaktionen. Jetzt sind diese Reaktionen allerdings in der Tat sehr unterschiedlich. Und sie gelten auch für unterschiedliche Alterskohorten. Also sozusagen, es stellt sich halt die Frage, wie bedeutsam ist der Alterskohortenfaktor in der Reaktion auf diese Prozesse? Oder sind andere Faktoren nicht viel bedeutsamer in der Reaktion auf diese Prozesse als Alterskohorten? Also wie überschätzt ist sozusagen die Alterskohorte oder die Generation in ihrer Wirkmächtigkeit im Hinblick auf Reaktionen auf diese gemeinsamen Herausforderungen? Deshalb eben die Idee, Generation zu untersuchen, immer in Verbindung mit anderen identitären Konzepten, um eben zu schauen, welche Rolle spielte denn tatsächlich dieser Faktor der Generation in bestimmten Kontexten und unter bestimmten Gruppen? Also ich glaube, wir haben gerade in den deutschen Forschungen zum Nationalsozialismus, also Uli Herbert und Michael Wild, gesehen, wie fruchtbar das Konzept der Generation sein kann, um sozusagen zu verstehen, wie eben bestimmte Nazis funktioniert haben. Von daher glaube ich, also geht es mir jetzt nicht darum zu sagen, ist alles Murks mit dem Konzept der Generation, können wir gleich vergessen, sondern im Prinzip zum einen zu fragen, in welcher Verbindung steht Generation eben zu anderen Konzepten und natürlich dann auch diese Fragen von Zeitlichkeit stärker mit zu berücksichtigen, die gerade, glaube ich, ein Abgehen von Vorstellungen von linearer Zeit dann nach sich ziehen würden. Soweit vielleicht erstmal. Danke. Herr Tostorf, bitte. Ja, vielen Dank auch für den Vortrag von meiner Seite, den ich doch fasziniert zur Kenntnis genommen habe, weil ich mich damit nicht so beschäftigt habe bisher. Insofern kann ich auch nur so zwei kurze Bemerkungen machen. Das eine ist, wenn man von Generation spricht, muss man natürlich auch von transgenerationellen Weitergaben und Verflechtungen reden. Da frage ich mich, wie weit dann nicht auch Generation ein Element von sehr konservativen, sehr beharrenden Denken immer werden, also in der Abfolge dann. Für mich, also mir fällt da so spontan ein, 1933, so die Erwartung der SPD, klar, die Diktatur Hitlers wird zwar schlimm sein, schlimmer, aber wir haben ja schon einmal das Sozialistengesetz ausgehalten. Da gab es dann ja diese ganzen Sachen, das können wir
ist ja bekannt, die Versuche, sich da irgendwie doch so durchzumogeln in den ersten, oder zumindest beim Teil der SPD. Gut, also einerseits dieses Problem dieser transgenerationellen Abfolge und welche Beharrungskräfte sich daraus geben, würde ich da aufwerfen. Das Zweite ist, nun auch nur ein kurzer Hinweis, es hatte schon mal so eine Diskussion gegeben, das ist mir jetzt wieder in die Erinnerung gekommen, 23/24, und zwar in der Bolschewistischen Partei, in der Kommunistischen Internationale, klar im Zusammenhang mit Lenin-Stalin-Übergang, wo man über diese verschiedenen Jahrgangskohorten, Generationen diskutiert hatte, Ablösung. Da muss es auch, glaube ich, einen längeren Bericht von Sinowjew darüber gegeben haben, wo er dann auch feststellte, wer ist zu uns gekommen, wer eben nicht und warum das so mit welcher Generationserfahrung zu tun hat. Gut, nur so ein kleiner Hinweis. Danke. Danke, vielleicht magst du das dann weiter kommentieren, Stefan? Ja, vielen Dank, Rainer, für die Hinweise. Das ist spannend, finde ich. Wusste ich nicht, dass es diese Kommentarendiskussionen auch schon um Generationen oder Alterskohorten gegeben hat. Wenn du mir da vielleicht, wenn du da irgendwie einen Link hast, wo man darüber was lesen kann, das wäre toll. Würde mich auch interessieren. Spannend finde ich auch die Idee, Generation als konservatives Konzept zu bezeichnen. Also sozusagen die Frage, inwiefern Generation gerade in ihrem transgenerationellen Anspruch, also der Weitergabe sozusagen, etwas konserviert. Also besonders in der Selbstzuschreibung von Generationen, sofern sie politischen Charakter haben, wäre das vielleicht mal durchzudeklinieren. Nicht? Also mir fallen gerade sozusagen die 1968er ein. Da könnte man durchaus manchmal den Eindruck bekommen, das ist aber jetzt eher sozusagen anekdotisch als sozusagen Grundlage einer analytischen Zugangsweise, dass man hier in der Tat sozusagen versucht, bestimmte konservative Prämissen eigentlich transgenerationell fortzuschreiben. Also konservativ jetzt nicht im politischen Sinne, sondern im konservierenden Sinne. Aber finde ich einen spannenden Gedanken, müsste man vielleicht tatsächlich mal systematischer untersuchen. Ja, ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr und habe mich jetzt selber fast zum Schluss noch auf die Liste gesetzt mit einer, eher mit zwei Kommentaren oder Anmerkungen. Zum einen, ich hatte in deinem Vortrag es auch eher so wahrgenommen, dass du tatsächlich von einer 1870er-Generation sprechen würdest. Du hast an irgendeiner Stelle nur nämlich gesagt, du würdest es nur nicht auf die europäische Ebene ausweiten wollen. Und das hat so ein bisschen in diese Richtung gelenkt. Es ist einfach nur eine kleine Beobachtung. Und der zweite Punkt war sozusagen nochmal zurück zur Empirie, wie man diese Frage eigentlich forschungspraktisch angehen könnte. Mir fällt bei dieser multiperspektivischen Zuordnung und auch dem Ausgangspunkt der Selbstbeschreibung und der Selbstzuordnung ein, dass ja die Soziologie auch sozusagen sich in dieser Richtung versucht hat und Milieus entwickelt hat. Jetzt nicht die sozialmoralischen Milieus, die ein Leben lang halten und Großgruppen darstellen, sondern die kleinen fluiden Milieus, die lebensphasenbedingt oder lebensphasenorientierte Selbstzuschreibungen darstellen, die sich mit der Zeit auch wieder auflösen können und die dann geringe Prozentanteile der Gesellschaft irgendwie ausmachen. Das ist ein sozusagen ebenfalls eher schichtenauflösendes gegen klassenanalytisches Denken, gerichtete Denkweise und Versuch sozusagen einer Zuschreibung. Wie würdest du das im Verhältnis zur Generation sehen? Sozusagen die Generation bezieht sich ja eigentlich aufs ganze Leben, aber mit der Pluritemporalität und derselben eigenen zeitlichen Ungleichzeitigkeit stellt sich mir die Frage, kann das denn überhaupt ein Konzept sein, das auf Dauer trägt? Und wie soll man das, für welche Phasen soll diese Zuordnung denn eigentlich gelten? Das würde nur ganz forschungspraktisch durch eine dauerhafte Selbstverortung gehen, was vielleicht für heutige Zeiten angemessen ist, in denen die Leute ständig über ihren Status berichten und darüber sozusagen
die Quellen produzieren, anhand derer man das überhaupt nachvollziehen könnte. Aber für die 1870er wäre das vollkommen aussichtslos. Ja, vielen Dank, Anja. Das spannende Fragen wirklich. Also in der Tat, also ich hatte jetzt in Vorbereitung auf den Vortrag eben mir auch nochmal den wirklich sehr, aus meiner Sicht sehr, sehr guten Aufsatz von Bernd Braun zur Generation Ebert durchgelesen. Und da trägt er ja einiges, ich weiß gar nicht, ist er noch bei uns? Auf alle Fälle trägt er da einiges sozusagen bei, wo man sagen kann, gut, also wenn man sich jetzt nationaler Sicht Deutschland anguckt, so eine Konstruktion einer Generation, macht das sozusagen einen gewissen Sinn. Und in gewisser Hinsicht kann man meinen Vortrag, glaube ich, auch durchaus so lesen, dass dahinter eine gewisse Skepsis steht im Hinblick auf die Auflösung nationaler Bedeutungszusammenhänge in europäischen oder gar globalen. Das kann man sozusagen als Teil einer Reaktion gegen die Globalgeschichte sehen, die eine Zeit lang zumindest mal ja nur überall globalhistorische Verflechtungen gesehen hat, aber inzwischen ja auch wieder davon abgerückt ist und eher sozusagen auch nach den Grenzen globalhistorischer Verflechtungen fragt. Und von daher könnte man im Hinblick auf die Generationenkonzept natürlich auch fragen, ist das vielleicht etwas, was in gewisser Hinsicht im nationalen Rahmen durchaus Sinn macht, gerade als sozusagen Selbstzuschreibung, aber in europäischen Situationen vielleicht nur in den seltensten Fällen. Also wie gesagt, die 1848er hatte ich im Vortrag erwähnt, könnte auch die 1968er nehmen, wo man tatsächlich allerdings dann bei 68 sind es schon globale Phänomene, hat die unter Umständen generationskonstituierend auch wirken konnten. Also von daher stimmt das schon, die Wahrnehmung, dass man oder dass ich im Vortrag im Prinzip versucht habe zu argumentieren, also national vielleicht gerade noch so, immer mit diesem geschichtstheoretischen Proviso Generation als Konzept nochmal zu überdenken, aber in europäischer Perspektive doch dann eher seltener. Und wie gesagt, bei einer Generation Ebert sehe ich sie im europäischen oder der 1870er Generation sehe ich sie jetzt in der europäischen Perspektive eher nicht, würde da sozusagen eher skeptisch sein. Die Verbindung des Milieukonzepts mit dem Generationskonzept wäre sozusagen interessant, weil ja sozusagen beiden zugrunde liegt, glaube ich, eine starke Betonung von Erfahrung und Lebenswelt. Und so ausgehend von Erfahrung und Lebenswelt bilden sich Milieus, die können fluide, spezifisch in verschiedenen Lebensphasen verbunden sein, müssen nicht permanent sein. Dasselbe gilt aber im Prinzip ja auch für Generationen. Auch da hat die Forschung ja aufgewiesen, dass sie durchaus nicht in alle Ewigkeiten festgeschrieben sein müssen. Von daher gibt es, glaube ich, eine starke Korrespondenz zwischen dem Milieukonzept und dem Generationenkonzept. Dass Generationen dann auch eine gemeinsame Sprache, einen gemeinsamen Habitus ausbilden, das ist ja praktisch dann schon eine Beschreibung eines Milieus fast. Von daher, glaube ich, gibt es eine enge Verbindung zwischen Milieukonzept und Generationenkonzept. Vielen Dank. Ich habe keine Fragen mehr auf der Liste, keine Meldungen. In dem Sinne darf ich die heutige Abendveranstaltung schließen, mich bei allen YouTube-ZuschauerInnen ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken, allen Mitwirkenden für Fragen, aktives Zuhören, Kommentieren im Chat und Fragen stellen und bei dir, Stefan, nochmal ganz herzlich für den Vortrag und auch für die vielen Antworten auf die ganzen Fragen. Ich denke, auf diesem Vortrag können wir gedanklich bestimmt noch weiter am Abend herumkauen, aber auf jeden Fall nehmen wir ihn und die Diskussion morgen mit in den zweiten Teil unserer Tagung. Wir treffen uns ab 9 Uhr, dann kann man sich sozusagen einloggen, wieder im Zoom-Meeting und beginnen dann um 9.15 Uhr.
Ich wünsche allen einen wunderschönen Abend, ein bisschen Erholung und für alle TagungsteilnehmerInnen bis morgen früh. Tschüss. Vielen Dank, Anja, für die Moderation und vielen Dank an alle fürs Zuhören und fürs Mitdiskutieren. Bis morgen früh.